Herzlich willkommen, das Immobilienberatungsteam Petersen, Tanzen, Mustermann. Wir machen Krisenintervention und niedrigschwellige Beratung für schwer vermittelbare Immobilien. Veranstalten hier heute mit euch ein Tag der offenen Stadt. Der Aster der Universität Hamburg, er wollte vor zwei Tagen noch nicht mal wissen, worum es hier geht. Aber das kümmert uns nicht, denn wir wissen, worum es geht. Es geht um ein Recht auf Stadt, an dem auch Studierende teilhaben sollen. Auch aktuell werden wir von der Stadtentwicklung benutzt, Viertel aufzuwerten. Beispielsweise gibt es in Wilhelmsburg ein extra Studien-Antiflugprogramm. Der Sprung über die Elbe soll auch für die Immobilienwirtschaft interessant gemacht werden. Studierende wollen keine Sonderbehandlung zulasten anderer Menschen mit wenig Geld. Also wir als Partei unterstützen den Trend zu großen Leerständen und billigen Wohnraum. Wir haben ja selber noch vor, wir brauchen eine Parteizentrale und da spielt es natürlich nur in die Hände, wenn der Wohnraum immer günstiger wird, teurer und wir keine lästigen Nachbarn haben. Also wir sagen, euer Leerstand ist unser Wohlstand. Man könnte es ja auch mal andersrum, City Süd, da gibt es so viel Gewerberaum, es geht eigentlich gar nicht, es ist überhaupt nicht durchmischt. Aber vielleicht könnte sich die Stadt mal so ein Leitbild hinpacken, so menschliche Stadt oder Stadt zum Leben. Vor allem ist es sogar besser für den Leerstand, denn zu nutzen, wie leer stehen zu lassen, weil ich glaube, dadurch kann man eigentlich Kosten auf, die wo sozusagen gar nicht auftreten müssen, wenn das genutzt wird, weil Sachen werden ja verkommen, ja, wenn man es nicht nutzt. So. Es ist wie ein Auto, das man nicht fährt, das wird schlechter wie besser. Diese Veranstaltung Leerstand zu Wohnraum mit Unterstützung der Hamburger Morgenpost ist dabei, sich zu vermehren und auf den Weg zu machen. Der Weg wird ein langer sein. Wir werden nämlich von hier einmal durch die Stadt rüber ins schöne St. Pauli, auch schöne St. Pauli, für diejenigen, die sich gerade langweilen. Nach unseren Erkenntnissen sind derzeit 3.200, die sich hier beteiligen. Mhm. Und Beamten sind ja gar nicht so viel im Einsatz also als sonst, ne? Sonst hat man da immer so den Eindruck, man hat mehr Polizei als Demonstranten vor Ort. Das ist heute gar nicht so. Ist also die Taktik geändert worden von der Polizei oder woher kommt das? Wir haben Polizisten im Einsatz und der Einsatz der Polizisten orientiert sich immer an der Einschätzung. Wir gehen davon aus, dass es eine friedliche Veranstaltung ist. Sie meinen jetzt, friedliche Demonstration wird also auch bis zum Ende so bleiben, oder? Wir hoffen doch alle, dass es eine friedliche Demonstration bleibt und derzeit gibt es auch keine Erkenntnisse, auch aus dem Verlauf heraus. Und die Demonstration ist selbstverständlich friedlich, kann jeder sehen und es finden ein paar Begleitaktionen offenbar statt. Wir haben hier im Schwabingrad-Ballett am Bahnhof Feldstraße gesehen und hier am Neuen Kampf Nummer 3 haben Menschen offenbar ein leerstehendes Haus gerade der Vermietung zugeführt. Normalerweise räumt die Polizei Hamburg innerhalb von 24 Stunden. Das ist ihr Konzept seit knapp 30 Jahren. Im Moment können sie natürlich nicht räumen, hier befindet sich die Versammlung. Es ist aber davon auszugehen, dass die Polizei auch ohne den Eigentümer zu erreichen, sich an das Objekt ranmachen wird, sobald die Versammlung vorbei ist. Seid ihr bereit einzuziehen? Wem gehört die Stadt? Liebe Wohnungssuchende, liebe renitente Mieterinnen und Mieter, liebe Berufsdemonstranten. Aber einen Überblick über diese Leerstandssituation gibt es nicht. Und das ist auch nicht gewollt. Vor allem deshalb nicht, um vielerorts das viel zu hohe Mietniveau im Interesse der Eigentümer zu schützen. Leerstandsmelder starten. Dieser ist eine Internetplattform, die dazu dient, einen umfassenden Überblick über bestehende Leerstände aller Art zu schaffen. Von allen Nutzerinnen können Leerstände direkt und unkompliziert eingetragen werden. Damit machen wir uns unabhängig von städtischen Informationskanälen, die das bisher zensieren.
der Leerstandsmelder wird mehr sein. Er ist auch eine Kommunikationsplattform. Er dient dem Austausch von Ideen, auch zum kreativen Umgang mit leerstehenden Gebäuden und fördert die Vernetzung von denjenigen, die vor allem von Leerstand und den viel zu hohen Mietpreisen in dieser Stadt betroffen sind. Die Mehrheit von uns Stadtbewohnerinnen. Macht mit und meldet Leerstand. Zeigt Immobilienspekulanten die rote Karte. Es ist genug Platz für uns alle da. Kommt in die Gänge, kommt in den Leerstand. Dankeschön. Die Demo lief sehr gut. Wir haben ungefähr 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Und das zeigt, dass es sehr viele Leute in dieser Stadt gibt, die das Thema Leerstand interessiert, die das Thema Leerstand nicht so hinnehmen wollen und dafür auf die Straße gehen, damit das endlich anders wird und die dafür eintreten, dass beispielsweise Besetzungen legalisiert werden und wir alle für ein Recht für Stadt für alle kämpfen.